Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Link begibt sich nun in die verlorenen Wälder. Auf in den Norden, auf nach Kanada, Leute. Nee. Nee. Nee, der Typ ist zum Nazi-Zombie geworden. Red mit uns. Schönen Tag. Aber wir können ins Kino. Okay, entschuldigt Leute, das muss jetzt dann doch nochmal kurz sein. Saving Private Ryan, the re-release, where the word Nazi has been changed to persons with political differences, and all the guns have been replaced by walkie-talkies. Okay, was guckt ihr euch da für einen Film an? Kann ich irgendwie hier durch? Ah, ja. Okay. Ah, eine 80er-Jahre-Action-Held-Perücke, eine 80er-Jahre-Action-Sonnenbrille. Die hat Jesus übrigens auch. Wer sagt das? Okay. Darf ich hier wieder raus? Coming this summer, it's the classic. I am Damien, the Antichrist, the son of Satan, and I have never witnessed a thing as hideous and vile as the one you mortals call Rob Schneider. Hey Damien, schön dich mal wieder zu treffen. Stimmt, dich haben wir in diesem Spiel noch gar nicht gesehen. Oh, bald haben wir 50 Freunde. Ich sitze auf der Toilette und mache einen riesigen Scheißhaufen, weil ich ein großer dämlicher Fettarsch bin. Such dir ein besseres Passwort für dein Konto, Vetter. Fickt euch, Leute. Okay, sonst noch was hier drin? Naja, gut. Hey, Nazi-Zombie-Einlasser, Verkäufer... Jawohl. Was? Sag das nochmal. Echt? Könntest du das wiederholen? Ach, daneben nicht. Schönen Tag. Schönen Tag. Wusste ich's doch, dass du das gesagt hast. Have you accepted Christ into your heart? The South Park Church is two blocks that way. Natürlich, ich nehme Gott immer auf. Immer. Können wir eigentlich, wenn wir uns schrumpfen? Moment. Das würde ich jetzt gerne mal testen. Tatsache, Terry Bovin! Jawohl! Jawohl! Und ein Hexenhut für Level 8! Cool. Darauf hätte ich mal früher kommen können. Okay. Schönen Tag. Schönen Tag. Ah, ich find's immer wieder genial. Diese Nazis sind so wohl erzogen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben jemals sagen würde. Nazis sind so wohl erzogen. Jetzt ist hier der Weg wieder gesperrt. Unfassbar. Ich hau euch kaputt. Da kenn ich nämlich wirklich gar nichts mehr. Da pack ich euch den... Au. Drachenschrei noch oben drauf. Ja, kranke Magie. So, auf in die verlorenen Wälder. Oh Gott, Nazi-Zombies im Wald. Das klingt wie der Titel von einem schlechten Horrorfilm, oder? Nazi-Zombies im Wald. Oh Gott, hier sind tatsächlich überall Nazi-Zombies. Ach du meine Güte. Ach du lieber, wollte ich natürlich sagen. So, immer nach Norden hieß es ja. Aber zum Glück keine Wölfe hier. Ah, hallöchen. Ja, natürlich, was denn sonst? Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate!
Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Oh, Kanada. Sprich mit dem Prinzen in Kanada. Wunderbar. Okay, das ist cool. Oh, nein. Ist das geil. Okay, also jetzt bin ich begeistert. Ich bin begeistert, Leute. Das ist ja der Hammer. Jetzt ist es doch ein richtig schönes RPG. Oh, toll. Hallöchen. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Natürlich. So, was hast du denn Schönes für uns? Das sind wir voll. Ach, und wir haben keine kanadische Währung dabei. Das ist schlecht. Das heißt, wir können uns im Moment hier noch gar nichts kaufen. Können wir hier hoch? Das kam jetzt unerwartet, entschuldigt. Okay, ich bin jetzt schon begeistert. You're not from around here, are you? Sieht man das? Jetzt bin ich erst recht froh, dass ich so ein bisschen wie Link angezogen bin. Best stay here in town. Those direwolves can rip your anus apart in mere seconds. Okay. You're not from around here, are you? Nee, nicht ganz. Ottawa is the capital of all Canada. Welcome to the Bank of Canada. Oh, Geldwechsel. Oh, American money. The current exchange rate is 1.24. Sehr schön. Damit haben wir nun doch ein bisschen kanadische Währung. Aber mehr als 20 will ich erstmal nicht. Ottawa is the capital of all Canada. Ja. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for 5 Canadian dollars. Nein, nein, nein. Come back whenever you need healing or another HIV test. Muss nicht sein. Ach ja. Konnten wir uns bei dem Typen irgendwas Nützliches holen? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Waffen? Eine Level 12 Waffe ist ja der Hammer. Eine kanadische Hellebarde. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir tauschen noch ein bisschen Geld um. Die hole ich mir. Die hole ich mir. Welcome to the bank. Oh, American money. So, damit haben wir genug Geld. Wird Zeit. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Wunderbar. Eine helle Bade, Leute. Und die können wir sogar noch mal verstärken. Das werden wir auch direkt mal tun. Das werden wir erstmal ablegen. Und werden vielleicht die helle Bade damit verstärken. Moment. Hier, kanadische helle Bade. Yeah! Das ist ein Eishockeyschläger, das sehe ich ja jetzt erst. Oh Mann. Die Kanadier wissen einfach, wie man Eishockey spielt. Okay, dann machen wir erstmal 35% mehr Schaden, logisch. Und 4 MP bei jedem perfekten Angriff. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Angriffe entfernen zusätzlich 3 Schilder. 4 MP bei perfekten Angriffen oder nochmal 10% Schaden. Was soll ich nehmen? Oder 15%? Oder zweimal bluten? Ah, jetzt bin ich... Aber wisst ihr was, ich mache das mit den MP mal, weil ich glaube, das ist ganz nützlich. Das ist jetzt eine mächtige Waffe, Leute. Oh, ja, oh, die ist richtig mächtig jetzt. Die kanadische Hellebarde, mit der sind wir doch richtig gut ausgerüstet. So, auf in die Hauptstadt. Whoopsie. Talking to the prince is the best part of the tour. Or the candelabras, depending on where you're into.
Sorry, Dad, I'm on duty. Das ist der beste Teil des Spiels, definitiv. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? All hail the Prince and Princess of Canada! Yay! Yay! The audio tour is narrated by Brian Adams. Sehr gut. Ah, was habt ihr noch? The audio tour is narrated by Brian Adams. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the Great Border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Hmm. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Oh nein. Und Level 14, hey! Oh Mann, und ich seh's kommen. Das sind nicht einfach nur Düsterwölfe, sondern wahrscheinlich sind's am Ende auch noch Nazi-Zombie-Düsterwölfe. Mit Toleranz. Ja, okay. Oh, Kanada. Beste Quest. Would you like another picture with the prince and princess? Na klar. The princess grieved twice when she met you. That is a great honor. Was für eine Ehre. Oh, eine Truhe. Ein kanadischer Edelstein. Wozu ist der gut? Hey, und Aufwertung verfügbar. Sollte man vielleicht auch direkt mal tun. Und natürlich werde ich diese Fähigkeit mal aufwerten. Weil die ist wirklich super. Du verwirrst deine Feinde mit deinem Angriff, sodass der Angriff verringert. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist genau das, was ich will. Hier sind deine Fotos mit dem Prinzen und Prinzess. Würdest du 2 8x10 oder 6 5x7? Was? All right, there you go. You can exit right through there. Oh, I would have picked the 5x7s. Dich fragt aber keiner. Tja, das hast du davon. Stell nicht meine Wahl in Frage, Kyle. Okay. Oh, Kanada. Ach, ist das schön hier. Auf nach Winnipeg. Komm her. Wenn du was willst, komm her. Don't you know who you're dealing with? So sieht's nämlich aus. Oh, die haben ganz schön viel TP. Da hilft nur die monströseste aller Fähigkeiten, um diesen Kampf zu gewinnen. Das ist einfach meine Standarderöffnung. Und der Angriff ist verringert worden schon mal. So, Kyle? So, das können wir mal ausprobieren. Halte A gedrückt, bis du die Kontrolle zu verlieren beginnst, dann lass los. Was? Ich hab doch A... Ab wann denn? Das könntet ihr mal... noch erklären. Nice try, asshole. Stop being an asshole. Wow, Donnerwetter. Wolfseier, wieso eigentlich? Na schön. I still don't get how Cartman got you to think he was cool. Die Show ist noch nicht vorbei. Nehmen wir erstmal den außer Gefecht. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn, wir haben sie echt schon fast besiegt dadurch. Oh nein, Kyle! Nimm dies! Und dadurch habe ich echt meine MP wiederbekommen. Okay, das ist gerade... Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Sehr schön. Und Geld! Hey, kanadisches Geld. Man kann nie genug davon haben. Was passiert, wenn wir in diese Höhle reingehen? Da sind doch bestimmt Bosse drin, ganz böse. Vielleicht hätten wir doch erstmal nach Winnipeg sollen, aber man weiß ja nie. Hallo? Ach so cool!
Ja, schon klar. Leg mich am Arsch. Okay, warum kann ich das nicht auch kaputt? Ich verstehe nicht. Na gut, dann gehen wir wieder heraus. Ach, was war da? Verpixelte Scherbe? Sehr schön. Oh Gott, du meine Güte, so viele Wölfe. Gehen wir nach Winnipeg. Aber erst einmal, ich muss diese Wolf kaputt hauen. Ach, sind ja nur zwei. Zwei? Was will ich damit? Oh, kommt schon, zwei. Ich bin mit drei von eurer Sorte fertig geworden. Okay. Nette Begrüßung. Nach wie vor. Aber wirklich. Auf geht's! Ja! Sehr schön. Und nochmal. Das ist so genial. Das ist so genial. Bin doch jetzt richtig gut ausgerüstet. Aber wer weiß, wir werden es sicherlich auch noch brauchen. Das wird sicherlich noch nicht alles gewesen sein, was uns in Kanada erwartet. Oh Gott, was ist los hier in Winnipeg? Was mit dem Kerl da oben rechts? Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want with your T's and M's, however. Okay. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Was? Okay. Was kann ich eigentlich mal verkaufen? Kann ich da eventuell irgendwas? Da könnte ich auch mal wieder eine Menge verkaufen. Für eine Menge kanadisches Geld. Aber das werde ich mal offscreen machen. Lumberjacking's dangerous work. What with all these dire bears around? Düsterbären. Oh Gott, auch das noch. Ach ja. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Wieso kann ich von überall den Shop aufrufen? This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ich will nicht in deinen verdammten Shop. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. You know what a dire bear is, right? Ja, mittlerweile schon. Ein Bär, der düster ist, oder? They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Okay. So, du bist wohl der, zu dem wir müssen? Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what, kill off all the dire bears in the north of town and I'll help you however I can. Ich soll wirklich die Düsterbären da oben vernichten? Oh Gott, das wird bestimmt nicht einfach. Jetzt ist die Bewährungsprobe gekommen für unsere neuen Waffen. Ja. Okay, Kyle. Gehen wir's an! Drei Stück! Dann tu mal, was du kannst. Okay. Zunächst einmal... Oh, are we taking a break now? Na, ganz bestimmt noch nicht. Es geht erst los. Perfekt. Das war doch schon mal richtig gut für den Beginn. Okay. Sammel dich, Kyle. Let's fuck him up! Du sagst es! Und nun! Yeah, das war perfekt. Das war perfekt. Wir haben die Düsterbären verjagt. Das war fast schon zu einfach. Oh, das war erst einer. Gibt's noch mehr? Oder doch? Nee, Düsterbärenpelz 2 von 3. Kommt jetzt noch 3 von 3? Wir haben ja die 3 besiegt, ne? Ja, Tatsache. Okay, wir haben es geschafft. Und was war das, was hier noch gefehlt hat? Ah ja, Mana-Trank und sowas, das ist immer ja voll. Oh, Kyle ist richtig mächtig.
Ich bin begeistert von ihm als Begleiter, wirklich. By Jove, you've done it! Look at all these Dire-Bear pelts! Now I can finally make a dire-robe! Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec! I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Kehre zum Prinzen von Kanada zurück. Aber der Earl von Winnipeg ist unser 49. Freund, das ist doch schon mal super. Wer wird Freund Nummer 50? Wird Freund Nummer 50 ausgerechnet ein Kanadier sein? Oh Gott. Muss das denn sein? Na schön. Dann kehren wir nochmal nach Ottawa zurück. Aber Leute, was uns bei dem Prinzen von Kanada erwartet... Ach, wisst ihr was? Das packe ich euch jetzt noch oben drauf. Komm, das machen wir noch schnell. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Seine Eier als Beweis? Nichts leichter als das. Link, my boy, mach dich auf den Weg. Erledige diese heilige Quest. Bringe ihm die Eier des Bischofs von Banff oder wie auch immer. Aber Leute, da oben ist es, Banff. Ja, da müssen wir wohin. Aber das machen wir ganz entspannt und in Ruhe, fast schon im Birdman-Modus. Naja, vielleicht nicht ganz, im kanadischen Birdman-Modus. Im nächsten Part. Also, bis dann, euer Weehawk AP.